vielleicht eine gute Möglichkeit für Lugano. Und da ist das Tor. Gregory Hoffmann. Und ist ein Tor. Gregory Hoffmann, 2:0. Jetzt haben wir hier Gregory Hoffmann. Können ihr alle? Letztes Jahr 36 Goal geschossen, Meisterschaft oder Olympische Spiel Goal geschossen, der WM wichtige Goal geschossen. Warum? Weil er wahrscheinlich den besten Schuss hat. Und nicht nur, wenn er Zeit hat, er hat den besten Schuss, wenn er keine Zeit hat, wenn er unter vollem Tempo ist, wenn er unter Druck ist. Und ich glaube, die Überraschung, die er reinbringt, ist für den Goalie so schwierig zu lesen und auch noch Präzisionen drin hat und Härte. Noch ein, zwei, drei Tipps uns zeigen und auch erklären, wie er zu diesem guten Schuss gekommen ist. Nach jedem Training probiere ich zu verbessern meine Schussqualität. Ist extrem viel Training. Und nachher im Spiel es gibt ein paar Sachen. Ich glaube, du musst schnelle Schüsse haben. Die Goalies sind extrem gut. Das muss präzise und der Goalie hat nicht Zeit zum reagieren und mit das hat eine große Chance zum Goal schiessen und das ist auch meine Meinung. Ich will einfach Goal schiessen und das ist auch etwas sehr wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist der Mindset. Unbedingt wollen Goal schiessen. Goal schiessen ist eine Einstellung. Das ist nicht Glück. Das hat wirklich mit den Gedanken zu tun. Dann Lapierre. Maxim Lapierre, erste Möglichkeit, Tor! Gregory Hoffmann, 27 Sekunden! Wenn er läuft, dann tut er eigentlich ansatzlos, schiesst er und der Goalie weiss nicht genau, wann kommt der Schuss. Und genau gleich auch der Verteidiger. Ihr müsst euch vorstellen, wenn viele Stürmer kommen, sie fahren die Schlittschuhe und dann fangen sie aufhören, dann hören sie auf, an zu laufen. Plus zeigen sie dem Goalie, jetzt kommt der Schuss. Also kann sich der Goalie viel besser vorbereiten, weil der Goalie. Und jetzt tut er den Winkel verkürzen. Wenn ich aber weiterlaufe und ich zeige nicht, wenn ich schiesse, dann hat er keine Ahnung, wann der Schuss kommt. Also ich muss eigentlich als Stürmer, darf ich dem Goalie nicht zeigen, wenn ich schiesse. Und das ist die Überraschung, oder? Es gibt nicht immer perfekte Pässe. Manchmal kommt der Böck ein bisschen holprig. Und hier geht es einfach darum, so schnell wie möglich die Scheibe aufs Goal zu bringen. Wir können nicht Zeit, um warten, annehmen, schön alles Büschel präparieren und jetzt habe ich Zeit zum Schiessen. Dann kann der Goalie sich vorbereiten, ist in Position, ich gehe zwick, den Böck so schnell wie möglich aufs Goal zu bringen. Und auch das kann man trainieren. Man kann im Training, ich weiss, du kommst an meinen Schlittschuh extra Pass, wo sie den Pass in die Schlittschuh geben, wo sie den Pass auf die Becken geben und dann geht es zwick. Wie kann ich den Böck so schnell wie möglich aufs Goal bringen? Und das, im Match können sie nicht immer alle perfekt auf die Scheibe. Die Goalies sind gut, darum schaff härter deinem Schuss. Schau, dass du das richtige Material hast, dass du den richtigen Stock hast. Frag bei den Besten an. Und dann hast du keine Ausrede, dass du kein Goal schiessen kannst. Andrew Gettle scores! Gregory Hoffmann was there in the Swiss Powerplay. Strikes again. 2-1.